Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Jo, beim letzten Mal haben wir ja ordentlich im Hypodrom gerockt. Ich muss aber ein bisschen meine Finger mal erholen, deswegen machen wir wieder Nebenquest und nehmen wir aber auch gleich den Weg zur Hauptquest weiter oder vielleicht auch fangen wir mit der Hauptquest an. Wir haben beim letzten Mal ja hier unten dieses Gebiet erschlossen, zwar noch nicht ganz, aber wir haben es schon mal entdeckt und für die Hauptquest muss ich, glaube ich, irgendwo hier in diesem Bereich hin. Und dann haben wir gemerkt, dass diese Stadt Baktja ja direkt hier liegt. Hä? Wo steht da nicht der Name? Nee, das ist Karanis. Aber warte, war das dann hier? Ehrlich gesagt, glaube ich, das war hier. Dann ist das nur der Tempel. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dann gedacht, boah, wenn die nicht so weit weg ist, können wir ja direkt den Kollegen da mal abholen. Das machen wir jetzt. Bleib nah dran. Oh. Gut. So. Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? So. Und wir eskortieren mal. Was ist denn hier? Ach so, noch ein Lagerfeuer. Das ist mir egal, warum ein Griecher für die Sache der Ägypter kämpft. Das ist sehr lobenswert, aber interessiert mich nicht. Mein Vater war Ägypter. Meine Mutter Griechin. Ja, haben wir schon mal gehört. Kam der Tag, als ich jeden Tropfen griechisches Blut aus meinem Körper quetschte und schwor, Ägypten von Männern wie Deratos zu befreien. Und wir hätten es fast geschafft. Wir fanden sein Lager, aber sie waren in der Überzahl. Wir mussten uns trennen. Ich wurde von Kundschaftern gefangen und verprügelt, bis ich ihnen unseren Rückzugsort verriet. Aber du hast sie in eine Falle gelockt. Clever. Ich wusste, dass meine Brüder mich retten würden. Aber ich wusste nicht, dass der Magi aus Siwa auch dabei sein würde. Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe. Wir verfolgten Rudjek seit Jahren. Nur um zu erfahren, dass du ihn ganz allein erledigt hast. Ja, ja. Wir stehen nicht auf der See, suchen hier Unterschlupf und warten auf den richtigen Moment. Hui! Vor allem, wir hatten beim vorletzten Mal schon gegen die gekämpft, ne? Irgendwie witzig. Aua! Wir sind eine Mauer! Wir stehen nicht auf derselben Seite. Aber wir scheinen gelegentlich dieselben Ziele zu haben. Ja, möglich. Schreib nicht so. Da hast du nicht ganz unrecht. Politik? Schreib Position gerecht. Auf wen warten wir jetzt eigentlich hier? Gut, jetzt folge mir. Ich werde informiert. Hey, hast du das gehört? Verdammt. Und hier waren wir auch schon drin. Kundschafter. Theodoros. Deratos hat das Lager verlassen. Deratos ist fort. Verflucht. Er entgleitet mir auch jedes Mal. Boah. Was sollen wir tun? Aufgeweckt sein. Wir haben die Gelegenheit, zwei Siege zu erringen mit nur einem schnellen Schlag. Wir müssen warten, bis Deratos ins Lager zurückkehrt. Ich weiß, dass sein persönlicher Schreiber noch in Karanis geblieben ist. Wir werden angegriffen, wenn wir es nur wagen, in der Nähe zu furzen. Aber dich kennen sie nicht. Bring den Schreiber zu uns. Er verrät uns, was wir wissen wollen. Und wie finde ich ihn? Bei Nacht schläft er im Innenhof. Während des Tages findest du ihn bei seiner Arbeit am Tempel oder auf der Terrasse über dem See. Er kleidet sich elegant und hat infolge unseres Angriffs jetzt eine Leibwache. Du kannst ihn kaum verfehlen. Interessant. Karanis war die Stadt da drüben, wo wir auch schon gewesen sind. Und wieso macht er jedes Mal... Boah, ich glaube, mein Controller. Immer wenn ich das Pferd herpfeife, komme ich auf irgendwie nach links. Und dann hat er die Fackel... Nee, die Brandbomben ausgewählt. Ach, da war Bug. Ja, das ist Karanis. Aber, okay, ist ja auch jetzt egal. Also jedenfalls da, wo wir gerade waren, war Baktja, diese Stadt. So, genauso sind wir auch beim letzten Mal schon geritten. So, die Wäsche. Aufpassen damit.
So, wir hatten ja hier soweit alles andere schon. Außer diese Nebenquest. Die können wir ja vielleicht direkt mal mit annehmen. Bleibt zurück! Es geht keinen von euch etwas an. So. Oh, die Haare von dem. Ja. Bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih, aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Ja, zwei haben wir ja nur aufgehalten, ne? Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht im gefunden. Tempel? Okay. Ah, ich habe eher auf die andere Quest Tempel nachsehen. Lust. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Müsst ihr mir denn überall hin folgen? Halt! Bleib stehen! So, wollen wir erstmal ein bisschen gucken. Ach, da war die Statue. Jo, und da hinten geht's dann irgendwann hin. Optimal wäre ein Doppelattentat. Mein Gott. Warte mal, ich muss mal was in den... Wieso sind die so laut? Das sind doch nur Nebengeräusche von den Idioten da. Dialogverstärker. Das ist trotzdem noch irgendwie laut. Immer das Dazwischengesabbel. Und dann weiß ich nicht, ob das der Dialog ist, weißt du, den ich mit anderen führe. Eigentlich ist es ja eher ein Monolog, wenn die mir irgendwie was hinterherrufen. Ich gehe ja gar nicht drauf ein, im Prinzip. Sie müssen... Sie... Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey, was? Ich schlie... Genau so wollte ich das. Er wird bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodorus. Theodorus, wo bist du? Ja, ich weiß ja eigentlich, wo der ist, in Bakchia, aber ich will zu meinem Pferd. Warte mal. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Ja, bitte mal stehen bleiben. Vor allem, der schläft, der muss runterfallen. Hat ja schon mal gesagt, das ist ein bisschen lustig. Weg da! Aus dem Weg! Ich bin doch kein Idiot. Idioti! Sagen immer das Gleiche. So. Hä? Nee, nee, bloß nicht. Das wäre doof, weil wenn ich dann vom Pferd absteige... Ah, sieht gut aus. Bakshias! Irgendwie finde ich den Weg cool hier mit diesem kleinen Unterschlupf. Da, Kollege. Hat er mich gerade versucht anzugreifen? Okay, ach so, jetzt. Lol. Gut gemacht. Wieder da liegen. Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknupayo in Position. Begib dich zu ihnen
und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Jo. Ein Schreiber, der sich gut in Karanis auskennt. Der Rathaus! Triff dich mit den anderen und warte auf meine Ankunft. Unbekannt. Verkauf uns nicht für dumm. Bitte, hört auf! Dann rede! Versteht ihr das? Warum die so laut rumschreien? Alter! Wo soll ich denn hin jetzt? Ich hab da gar nichts mehr jetzt gerade. Nebenquest. Das ist das in Siva. Oh. Wie nehme ich das an? Elende Missgeburt, was soll das werden? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir jetzt nach Karanis. Wobei, wir schauen mal. Wo wäre denn hier das Ziel? Ach, da unten, eine Stadt weiter. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem hier rüber nach Karanis und machen da noch eben die Mordquest. Ach, da liegt. Da sitzt der. Deine Arbeit hier ist getan. Wir holen die Informationen schon aus ihm raus. Okay, also ist jetzt wirklich abgeschlossen. Ah, wir machen mal gerade noch Mord im Tempel. Kommt ja eher. Das machen wir eigentlich gerade ganz schlau, dass wir die Quests so der Reihe mitnehmen, wie wir hier eh jetzt um den See wahrscheinlich rum müssen. Stück für Stück. Und dann werde ich auch nach dem... Ja, aber was könnte man dann machen? Also ich werde auf jeden Fall dann offscreen muss ich wieder einiges nachholen. Ich habe jetzt ein paar Parts im Voraus aufgenommen. So 10. Und jeden zweiten Tag kommen die nur. Aktuell ist es halt noch so. Gib den Weg frei! Wie komme ich in den Tempel jetzt? Ah ja. Nee. Boom. Hier die Straße hoch. Ja, und dann kann ich jetzt erstmal ein bisschen was aufholen, was Nebenquest angeht. Jetzt laufe ich wieder zurück. Oh, diese Tempel, die sind aber auch verwirrend hier in dem Spiel. Wow. Warte mal, kann man vielleicht hier schon? Bei der Leiche da, die ist doch ganz schön blutüberströmt. Are you high? Wusch, wusch. Der Zeitpunkt ist sehr ungelegen. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das. Boah, das, du kannst nicht kommentieren, wenn die, der Sound so ist. Aber bitte. Das muss doch irgendwo. Ich weiß nicht, jedes Mal probiere ich es in der Hoffnung, dass ich es einmal nur falsch einstelle. Vielleicht sind das doch Effekte. Jetzt redet er wieder nicht. Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue. Ja. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Das sieht wirklich wieder so nach einem Ritualmord aus. Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment. Da oben ist noch etwas. Oh mein Gott. Der hat nicht mal gebrannt gerade. Dachte schon, der fällt jetzt wieder runter. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wajet-Maske platziert. Wajet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen?
Bei Amun. Bei Amun. Es ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philaketai sollte wissen, wo er ist. Aber gibt's hier nicht noch was? Okay, dann reden wir mal mit dem Typen. Oh, er hat sich mal abgerollt. Philaketai, ich habe Ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Der Ermordete und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Wir müssen uns beeilen. Also hier nehme ich mal an hoch, ne? Ja, komm. Du bist mir zu langsam. Oha. Da, der Hohepriester. Die Männer haben ihn umzingelt. Du musst ihm helfen. Schneller. Geh zum Eingang und warte, bis ich einschreite. Ja, oder ich bleibe hier und werde Wache halten. Das war ja mal nice. Wir müssen aufholen. Da bist du. Hab ich dich. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte da jetzt gerade ein Seil gesehen. Das war seltsam. Das war anscheinend nur mein Pfeil. Ihr seid nicht das Seil. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Jojo. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Ja, komm. Leb wohl, Philaketai. Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Und? Kommen wir Level 33? Jawoll. Ein Fähigkeitspunkt. Nice. Mit dem einen könnten wir doch jetzt das hier hinten. Weil alles andere kann ich nicht machen. Haben wir denn sonst noch was, wo wir noch einen benötigen? Das ist alles ab 2. Ah, vermutlich hier hinten. Ne, das ist auch 3. Ich wollte doch gar nicht alle anderen anschauen. Ich fahre nur so schnell drüber, dass man nicht erkennt, was es ist. Aber dann nehmen wir jetzt hier
den Schaden, den erhöhen wir. Ich bin fertig mit Lernen. Das heißt, ich habe hier Jäger die letzte Stufe abgeschlossen, obwohl ja noch dazwischen was ist. Ist aber eine Herausforderung, das muss ich bei Krieger und bei Seher auch noch schaffen. Im Inventar haben wir ein neues Papyrus-Rätsel. Bei der Ausrüstung gucken wir auch mal ganz kurz drüber. Ja, da ist mehr drin. Nach Kategorie. Zuletzt erbeutet. Nach Stufe. Ja, meine Waffen sind nicht die stärksten, die ich jetzt gerade habe. Ausgeblendete Gegenstände anzeigen. Was ist denn da ausgeblendet dann bitte? Oh, Hilfstruppenschild. Eine neue Montur. Welche ist neu gewesen? Masai-Krieger. Ein persischer Prinz. Ah, nee, ein neues Reittier habe ich. Ah, guck mal. Inspiration. Okay. Das kann man auch bei diesen Rennen gewinnen. Und offscreen werde ich wieder eine Menge Kram verkaufen, aber an der Stelle bin ich erstmal raus. Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.